Achtsamkeit und Herzensgüte, Metta-Meditation, die beiden passen gut zusammen. Wir können Freundlichkeit und Wohlwollen schon bei der Achtsamkeit üben und wir können natürlich vor allem mit Achtsamkeit, mit Geistesgegenwart Metta entfalten. Zur Einstimmung, Motivationsentwicklung lesen wir diesen Text. Zuerst entwickeln wir die Motivation, die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung zu erkennen und zu nutzen. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen und Metta, Herzenswärme, zu trainieren. Dabei wollen wir so geistesgegenwärtig wie nur möglich sein, um hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer und liebevoller zu sein. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen, durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen und anzuerkennen, und die Kräfte der Herzenswärme zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Ich würde jetzt die kurze übersetzte Zufluchtsformel lesen und wir können dabei denken, dass Buddha, Dharma und Sangha wirklich diese Qualitäten von Achtsamkeit und Herzenswärme in sich vereinen, repräsentieren. Und auch den Weg dorthin weisen und üben. Bis zum Erwachen nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Durch die Praxis von Großzügigkeit und der anderen Paramita möge ich zum Wohl aller Lebewesen das Erwachen finden. Später werden wir in dieser Sitzung auch die Metta-Sätze lesen, aber das erst nach der Achtsamkeitsmeditation, mit der wir beginnen. Kommen an auf unserem Meditationsplatz. Üben wir Achtsamkeit von Anfang an mit einem Hauch von Freundlichkeit und ja, irgendwie Wohlwollen, auch schon dem eigenen Körper gegenüber. Also schauen wir erstmal, wie wir sitzen, dass es uns mit dem Sitz gut geht. Es darf bequem sein. Es muss nicht wehtun. Schauen wir, dass die Beine so platziert sind, dass sie den Oberkörper gut tragen können. Natürlich haben wir eine Sitzunterlage gewählt, die für uns passt. Achten wir auf Ausgeglichenheit auf allen Ebenen des Körpers, dass die Füße, die Gelenke an den Knien, Oberschenkel, Gesäß, all das so platziert ist, dass wir damit gut sitzen können.
Mit etwas Energie richten wir den Oberkörper aus dem Sitz heraus auf. Das ist wahrscheinlich schon längst geschehen. Wir tun es noch einmal ganz bewusst. Jetzt würde sich der Oberkörper von unten nach oben mit Achtsamkeit anfüllen, auch mit freundlicher Achtsamkeit. In der letzten Zeit ist der Ausdruck begrüßen in die Meditationsanleitung, also nicht nur hier, sondern bei vielen Anleitern mehr und mehr eingedrungen. Also wir könnten beim Aufrichten des Oberkörpers die Teile des Körpers begrüßen. Ah, Oberkörper, da bist du ja. Guten Morgen. Mit allem, was zu dir gehört, zu mir gehört. Die kräftige Wirbelsäule. Noch irgendwie ein starker Rücken. Mehr oder weniger stark natürlich, je nach Körperbau. Die anderen Zutaten des Oberkörpers, die inneren Organe und was sich hier alles befindet, sitzt im aufgerichteten Oberkörper, befindet sich hier. Also die Achtsamkeit begrüßt alles freundlich. Ich stelle mir manchmal vor, man würde mit einem gläsernen Fahrstuhl dann von unten nach oben durch den Oberkörper aufwärts fahren zunächst und dabei auf allen Etagen sich ein bisschen umschauen und begrüßen, was es hier alles gibt. Und wir dürfen auch Körperregionen begrüßen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Sitzen doch irgendwo Schmerzen oder Krankheitsthemen. Auch diese werden in die freundliche Achtsamkeit einbezogen. Irgendwann kommt dann unser aufsteigendes, freundliches Achtsamsein bei den Schultern an. Halswirbel schon. Und schaut dann von hier vielleicht hinunter in die Hände und Arme. Und begrüßt auch diese. Wir können ruhig auch schon in die Körperempfindungen hineinschauen. Vielleicht wissen wir aus den Achtsamkeitslehren Satipatthana, dass man einen Unterschied machen kann zwischen dem Körper als Körper und seinen Substanzen und Teilen und den Körperempfindungen. Empfindungen sind schon ein bisschen auf einer anderen Ebene als der bloße Körper. Das, was man spürt, was wir fühlen, denken wir daran zuerst, wenn wir an den Körper denken, aber die Achtsamkeit übt sich auch darin, die Haltung, die Körperregionen überhaupt erstmal zu bemerken in ihrem Vorhandensein. Und trotzdem ist natürlich der Übergang zu den Empfindungen fließend und oft wie gleichzeitig vorhanden. Werden wir uns der ganzen Hände und Arme gewahr, kommen wieder oben bei den Schultern an, die wir vielleicht noch etwas betonter, ausgeglichen halten,
vielleicht etwas Zurückziehen der Schultern, sodass der Brustkorb sich noch etwas weiten kann und Platz für das Atmen schafft. Der Nacken bleibt dabei, so Halswirbelsäule und Nacken entspannt. Und dann beginnt die Achtsamkeit auch den Kopf zu erreichen und anzufüllen. Diesen wunderbaren Kopf mit seinen großartigen Sinnesorganen. So wunderbar die Maschinen sind, die Geräte, die der Mensch in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten entwickelt hat. So etwas Wunderbares wie einen Kopf hat noch niemand nachbauen können in seiner Fülle. Da ist Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Gesichtsausdruck, alles gleichzeitig möglich. Gehirn. Es ist durchaus angemessen, den eigenen Kopf wertzuschätzen und mit freundlicher Achtsamkeit zu begrüßen. Und das kann sich dann auch regelrecht zeigen auf unserem Gesicht. Die Achtsamkeit entspannt das Gesicht, die emotionale Mimik kann abfließen, die Lippen sanft geschlossen, blühen vielleicht etwas auf, die Wangen beginnen Freundlichkeit zu zeigen. Vielleicht tritt ein leichtes Lächeln auf unser Gesicht. Stirne und Schläfen entspannen sich ebenso. Und die Augen können geschlossen oder geöffnet sein. Und vielleicht beginnen sie gefühlt etwas zu leuchten. Das Augenlicht ist da. Ja, bitte erforschen wir mit freundlicher Achtsamkeit den ganzen sitzenden Körper, individuell und in Stille, noch etwa 7 Minuten.
die Mitte der Meditationszeit. Wir können uns mal lockern, etwas umsetzen, ausgleichende Bewegungen vollziehen bei Bedarf. Wir haben jetzt hauptsächlich den Körper betrachtet, einschließlich des Kopfes. Und in der Metta-Meditation, die nun beginnt, im zweiten Teil können wir auch etwas mehr auf die Gemütszustände eingehen. Die werden auch in den Metta-Sätzen benannt, die wir zu Anfang der zweiten 20 Minuten hören oder lesen können. Diesen habe ich kleine Vorsätze vorgestellt, die mir die sehr einfache allgemeine Ausdrucksweise der Metta-Wünsche, wie sie hier formuliert sind und wie sie typisch sind oder klassisch sind, etwas sinnvoller erscheinen lassen oder ihnen noch mehr Bedeutung geben könnten. Wissend, wie sich die Abwesenheit eines Glücksgefühls anfühlt und wie viele Lebewesen unglücklich und unzufrieden sind, wünsche ich. Mögen ich und alle Wesen glücklich und zufrieden sein. Und erkennend, wie es ist, ohne Frieden und einen Sinn von Geborgenheit leben zu müssen, wünsche ich, mögen ich und alle Wesen in Frieden und Geborgenheit leben. Und im Bewusstsein, wie viele Krankheiten und schmerzhafte Zustände es gibt, wünsche ich, mögen ich und alle Wesen frei sein von Krankheiten und Schmerzen. Oder mögen ich und alle Wesen mit Krankheiten und Schmerzen gut umgehen können und die bestmögliche Hilfe und Heilung finden. Begreifend, wie groß die Furcht ist und wie weit verbreitet es ist, dass man nicht mehr mit Gelassenheit leben kann, wünsche ich, mögen ich und alle Wesen frei sein von Furcht und mit heiterer Gelassenheit durch das Leben gehen. Und vielleicht gibt es einen dieser vier Metta-Sätze oder es taucht noch ein weiterer Metta-Wunsch in uns auf. Also einer dieser vier, der uns besonders anspricht oder der uns gerade irgendwo etwas sagt oder der wirklich unser Herzenswunsch wäre. Oder es taucht noch ein weiterer auf, der hier so nicht steht. Dann können wir dem noch ein paar Momente auch Bedeutung verleihen und ihm etwas nachgehen, ihn in uns sprechen oder wirken lassen. Es
geht jetzt darum, wirklich so etwas wie innere Liebe zu wecken und dafür auch einen Anlass zu empfinden. Es gibt viele, viele gute Gründe für mehr Herzenswärme und Güte zu sich selbst und in Bezug auf andere. Und das gibt dann vielleicht auch unserer achtsamen Metta-Meditation oder der Verbindung von Achtsamkeit und Metta noch einmal mehr Bedeutung. Es gibt die physischen Leiden, aber die meisten Leiden spielen sich in den Emotionen und unseren Gedanken, Vorstellungen von uns und anderen und so weiter ab. Und mit Metta können wir vielleicht emotionale Probleme oder auch existenzielle Themen nicht einfach auflösen oder ganz vergessen. Aber wir könnten versuchen, in diese inneren Zustände von Emotionen und Ideen über uns und andere zunächst einmal einfach eine freundlichere, wohlwollendere Atmosphäre zu bringen. Ein schönes Wort ist Akzeptanz von dem, was für uns und andere schwierig sein mag. Verständnis, Geduld, was es auch sein mag, was uns und andere plagt, wenn da gleichzeitig eine Haltung da sein könnte, eine innere Stimme, vielleicht innere Bilder, die voller Güte sind, die freundlich bleiben, selbst im Kontakt mit Schwierigem, dann macht das vielleicht schon einen Unterschied. Das könnten wir ganz konkret üben, indem wir uns an unser Herz erinnern. Wir haben ein Herz. Wir sehen es eigentlich oft eher in der Mitte der Brust, auf Brusthöhe im Oberkörper. Wir können das mal mit der Hand berühren, wenn das für uns eine sinnvolle Geste zu sein scheint. Oder auch beide Hände übereinander legen. Und uns wirklich dadurch zutiefst erinnern, dass wir ein Herz haben, das in uns schlägt, aber nicht nur das, sondern das wirklich der Träger ist von Metta, Herzensgüte, Wohlwollen, Freundlichkeit. Hier ist sie zu Hause, von hier geht sie aus. Da ist eine Wärme, da ist ein Licht vielleicht vorstellbar, das von hier aus ausstrahlt und getragen von der Qualität von Achtsamkeit, die wir eben kultiviert hatten, zunächst den eigenen Körper von innen heraus ausleuchtet wie eine Lampe in einem Gefäß. Vielleicht auch in einer Farbe, die uns dazu in den Sinn kommt und als
Ausdruck von Wohlwollen und Güte erscheint. Und wer mag, kann sich auch, oder wenn wir es gewohnt sind, etwas vorstellen, was diese Herzensgüte direkt repräsentiert. Ein kleines Symbol, vielleicht wenigstens wie eine Sonne, die ausstrahlt, oder auch eine bestimmte Buddha-Gestalt oder eine andere Repräsentationsgestalt, die für uns Metta und Wohlwollen und Bodhicitta bedeutet. Die steht oder sitzt oder befindet sich einfach hier in dieser Herzensmitte und strahlt von hier aus ihre Qualitäten aus, durch unseren geistigen Innenraum, auch für den Körper und seine eventuellen Beschwerden. Und dann durch den Raum, wie Licht, wie Wärme, zu anderen hin. Und wenn wir mögen, können wir einen oder mehrere Metta-Wünsche mit dieser Aussendung von Wärme und Licht verbinden und uns und anderen auf diese Weise Freundlichkeit, Liebe und sowas wie Mut zusprechen. Mut muss nicht heroisch sein. Es gibt so etwas wie einfach einen Mut zur Freundlichkeit. Ich weiß, dass das etymologisch nicht ganz stimmt, aber man könnte es so sagen, da gibt es den Sanftmut, den Gleichmut. Ja, sitzen wir weitere Minuten in Stille und üben ganz individuell, auch für das, was uns gerade beschäftigt, was wichtig ist, in uns selbst oder in Bezug zu anderen.
Die letzte Minute unserer Morgenmeditation ist angebrochen. Schauen wir, wie wir diese Sitzung gerne beschließen möchten. Was wäre ein gutes Ende oder ein guter Übergang in die Zeit danach? Mit welchem Gedanken, mit welchem Wunsch, mit welcher geistigen Ausrichtung möchten wir aus der Meditation in unseren Alltag oder das, was wir heute zu tun haben, übergehen? Zum Übergang hören wir drei Töne von der Klangschale und lesen dann oder hören gute Wünsche und Widmung am Ende. Wir widmen alle unsere Bemühungen, unsere Übung in Achtsamkeit, Geistesruhe, wache Präsenz und Herzenswärme, dem Wohlergehen aller Lebewesen. Möge diese Praxis uns befähigen, für andere da zu sein, mit dem Herzen ganz anwesend zu sein und mit uns selbst und anderen Freundschaft schließen zu können. Mögen wir so unsere Verbundenheit mit allen Lebewesen erkennen, wertschätzen und zu einem Mitgefühl ausstrahlenden Wesen werden. Mögen wir dazu beitragen, die Unruhe, Nöte und Ängste, die geistigen und körperlichen Leiden, die wir selbst und andere erfahren, durch unsere Achtsamkeit und freundliche Anwesenheit zu lindern und zu überwinden.